Hallo Leute und willkommen zu einer sehr späten Pokémon Smaragd-Folge. Spät nicht deswegen, dass die irgendwie zu spät kommt, hoffe ich mal, sondern eher, dass ich die ziemlich spät aufnehme. Naja. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy hieß er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unter den Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir, VM05, erhalten. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie es jetzt eigentlich weitergeht, weil ich nicht so ganz Bescheid wusste, weil ich die Edition ja nicht kenne. Bringe einem Pokémon die VM Blitz bei und setze sie ein. Damit wird selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllt. Aber um das zu können, brauchst du den Orden der Arena von Faustauhafen. Ja, und den holen wir uns mal, ne? Wow! Renn! Jetzt haben wir überhaupt kein Pflanzen-Pokémon oder ähnliches. Ja, Herrschafts wirkt nicht mehr. Das ist gar nicht mal so schlimm. So, rein da. Moin. Na, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ Talk? Faustauhafens Arena-Leiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort Normal-Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Oh, verdammt. Ja, pass gut auf. Und das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Aber mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zum Arena-Leiter besiegst, wird sie heller. Also, dann leg mal los. Immer diese Husterei. Egal, ich gehe hier jetzt rein. Ah, da ist gar kein Trainer. Da ist aber ein Trainer. Bevor lass dich heraus, dann wundere dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Werde ich nicht. Keine Angst. Dip, 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 dip. Ach, ist ja nur ein Pokémon. Meditiere. Los, Drasler. Ich mach dich fertig mit meinen psychischen Attacken. Irgendwie habe ich mich eben ein bisschen an Nudeln verschluckt und die Soße ist ziemlich kratzig im Hals. Das, ja. Belastet mich gerade ein bisschen. Ja, ich habe gerade erstmal fast ein bisschen verspätet was gefuttert, weil. Oho, Alter. Weil ich heute irgendwie nie dazu gekommen bin, beziehungsweise als ich Zeit gehabt hätte, nicht Hunger hatte. Hast du erreicht Level 15? Oh yeah. Wir haben Kämpferin Laura besiegt. Wow. Ich hab verloren. Zack, gewinnt Money. Okay, dann werde ich jetzt mal den Beutel öffnen und meinem Trussler einen Trank geben. Und mir ist gerade aufgefallen, dass unser TikTok so ein Item trägt. Das nehmen wir ihm gleich mal weg. Gegengift. Ja, das brauchen wir hier eh nicht. Glaube ich. Wo sind die Gegner? Huhu, was stolperst du im Dunkeln herum? Ich zeige dir, wie viel Köpfchen ein Seemann hat. Okay, tu das. Alter, der hat ja voll die Muskeln. Holger und Ilonka. Ilonka habe ich auch noch nie gehört. Ah, gut, dass mein Zickzacks mit vorne ist. Nicht. Ah, verdammt. Meditier. Kopfnuss bringt immer was. Ach, schützt dich selbst, Arschloch. Oh, richtig cool, ey. Was? What? Bam. Gib ihn. Ja, nein, nicht Geduld. Wir müssen schnell killen. Geduld ist böse. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh yeah. Wir haben es doch noch gekillt. Unser Drasler ist so schwer verwundet. Oh Gott.
Doppelteam und Kopfnuss. Ja, ich habe einfach mal darauf gehofft, dass es nicht daneben geht. Erreicht Level 15. Yay! Ach du! Ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Oh Mann. Wie konnte das doch passieren? Es ist nicht meine Art, einfach zu verlieren. Ja, du bist einfach schlecht. So, ich muss nochmal wieder einen Beutel einsetzen, oder? Ja, genau, Live. Setz einen Beutel ein. Einen Trank, meine ich. Wie intelligent ich einfach bin heute. Wir sind schon beim Boss. Moment. Ich möchte erstmal hier noch einen Trainer besiegen. Wenn du hier vorbei willst, musst du erst an mir vorbei. Das gibt irgendwie Sinn. Wenn er so vor mir steht. Isidor! Ach, Makuhita, ne, das kenne ich auch. Ja, mal diese neuen Pokémon oder neueren. Obwohl die auch schon uralt sind mittlerweile. Vom Vanissa-Spiel 2005. Und der Vorgänger davon, hier Saphir und Rubin, sind glaube ich auch irgendwie schon 2000. Ne, die sind 2004 rausgekommen. Das ist von 2005 irgendwie so. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber schon heftig, Mann. Das sind schon über 7 Jahre. Das kommt mir. Ich habe damals zur zweiten Edition angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Das kommt mir noch gar nicht so lange vor, irgendwie. Grrr, ich wurde einfach überwältigt. Oh, noch ein Trainer. Man muss doch Camillo nicht mit so etwas Wichtigem belästigen. Ich mache dich fertig. Hätte ich jetzt eine Cam, würdet ihr sehen, wie ich ihren Mittelfinger zeige, weil Nora einfach keine Ahnung. Das war ein Gehirnfurz. Keine Ahnung von meiner Übermacht hat. Konfusion. Mediti ist völlig konfus und das war ein richtig schlechtes Wortspiel, aber Scanner ist auch immer klasse. Schütze ich immer schön selber, das ist. Macht Spaß. Ach, komm schon. Ha, es schlug fehl, du Arschloch. In die Fresse. Oh, Geduld. Egal, es ist tot. Es muss tot sein. Aber wie konntest du mich nur so schnell besiegen? Wie konntest du nur so schnell verlieren? Keine Ahnung mehr. Schlabberti. Okay, ich brauche mal eben ein Äther. Für Konfusion. Um die AP aufzufüllen, weil ich eben gesehen habe, dass sie schon relativ schwach waren, die AP bzw. leer. Und wir sprechen mal Camillo an. Ich bin Camillo, der Arenaleiter vom Faustauer Hafen. Ich habe den wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Knochen, Fleisch, Blut, Zellen. Und ich habe einen Penis. Ach so, Sehnen und Muskeln habe ich noch vergessen, auch wenn die nicht sonderlich ausgeprägt sind. Aber ich habe Muskeln. Adrenalin, was bringt dir das? Ach, das heißt, dass man irgendwie, glaube ich, von einem Hit nicht sterben kann schon oder so? Bin mir nicht sicher. Er protzt hier erstmal rum, ey. Konfusion! Ui. Und tschüss. Level up! Das heißt, es entwickelt sich theoretisch. Ja, wir lernen Teleport. Chillig. Meditier wird eingesetzt. Ich werde das Pokémon nicht wechseln.
Lichtschild, ist das genauso wie Scanner? Ne, erhöht nur Hitzeverteidigung. Das ist in Ordnung. Brauchen wir noch mehr Hits, aber wie gesagt, ist es in Ordnung. Ja, es ist verwirrt, Mann. Du Husten. Hat den Fokus verloren, ja, wie gut. Ah, das machen wir platt. Wir sind Lebensbalken einfach weg. Nein! Es verliert auch noch den Fokus, weil es verwirrt ist. Was ist denn. Yeah, Fokus, Fokus, Fokus! Sapper. Ja, das ist voll perfekt. Es hat sich auch noch selbst verletzt. Oh, das ist so wunderschön. Oh, super Trank, ey. Hure. Komm schon. Mach ihn fertig. Lichtschild setzt nach. Mhm. Lässt nach. Ja, protz rum. Gönn dir. Wir setzen weiter Konfusion ein, weil wir einfach nichts anderes machen können. Dass wir Teleport jetzt gelernt haben, das hat mir total geholfen. Nicht. Und jetzt ist er nicht mal mehr verwirrt. Jetzt setzt er noch einen Supertrank ein. Na gut, dann hat er wenigstens beim letzten Pokémon keinen mehr. Und wir haben noch keine KP verloren. Dafür ist unsere AP jetzt schon fast weg. Die ist auf 1. Oh Gott. Ah, verwirrt, göttlich. Ah ne, ich dachte eben schon, es ist noch auf 9. Ich habe eben nur eine 1 gesehen, als es noch 10 war. Und ich dachte, wir wären jetzt schon auf 0. Komm, verletz dich selbst. Kill dich selber. Ja! Wie gut. Wie gut. Makuhita wird eingesetzt. Ja, wir bleiben bei unserem Trasler. Der Trasler haut die alle kaputt. Das ist richtig gut gerade. Wo ist Konfusion? Sehr effektiv. Ja, setzt Potzer ein, ist mir scheißegal. Oh, wie gut. Ich hab's nicht bereut, dass ich so lange auf das Trasler gewartet habe am Anfang. Dass ich so lange suchen musste. Gegenschlag. Nein! What the fuck? Was? 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 Oh nein! Wie übertrieben. Yo! Geil, dich am besten gleich ganz voll. Ja. Wie cool der ist, ey. Was kann Panikon eigentlich für Attacken? Herner. Richtig gut. Morabbel. Aquaknarre. Ja. Nein, 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 nein. Oh. Wir sind tot. Oh Gott, ey. Gut, dass wir einen Bummels haben. Wenn es überhaupt trifft. Scheiße. Ah, haben wir einen Beleber vielleicht? Bitte lass uns einen Beleber haben. Scheiße, Mann. Das Makuhita geht ja richtig ab. Wir können einfach nichts machen, außer Erden einsetzen. Komm, X Angriff. Nur weil es einfach so gut ist. Ha ha ha!
Oh, wir sind so gut. Oh, Tocker kriegt ein fähiges Pokémon mehr. Tocker fällt in Ohnmacht. Ich werde ganz schwach. Oh, ich brauche Luft. Vor allem, jetzt bin ich... Das ist ja gay. Oh Gott, ey. Ich hab's so drauf. Ich werde jetzt auf jeden Fall zurückfahren mit dem Boot. Und ja, dann werde ich auch schon... Kann man... Nee, so kann man nicht mit dem Boot fahren. Dann werde ich die Aufnahme beenden müssen, weil ich dann langsam mal schlafen muss. Und, naja, wir müssen erst jetzt nach Faustauhafen. Ich werde jetzt auch schon mal den Part beenden, ne? Bewertet gerne nochmal das Video. Guckt mal auf der Facebook-Seite vorbei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Und zum 10.000. Mal bis in der nächsten Folge. Tschüss.